Gleich der Ballverlust und wieder der schnelle Gegenstoß von Plau. Und da darf er natürlich nicht durch. 15:11. Kurze Ecke, Torwart-Ecke. Bache mit ihrem vierten Treffer. Lorenz steigt da hoch, scheitert am Block. Nach der klaren Anweisung des Trainers spielen. Jetzt aber mal der schnelle Ball. Und jetzt ist genau das Phänomen, was die Plauer Trainerin angesprochen hat. Den Ball nicht prallen lassen, sonst ist er weg. Und Butzlaff nutzt die Lücke. 16:11. Und das gelbe Karte gegen die Nummer 8 von Grünwald Sperini hat er hin. Ja, sie versuchen es da mit dem Kopf durch die Wand. Die Blauer gut rausgerückt und jetzt haben sie das Spiel hier im Griff. Butzlaff. Und das ist natürlich eine Chance, die muss aufs Tor kommen. Verteidigen jetzt gut hier der Tabellenführer. Das kann man ja auch mal sagen, da wird gute Arbeit geleistet in Plau in der D-Jugend. Das ist ein guter Jahrgang. Marie Schubert mit dem 17:11. Und Meinke jetzt auch mit der gelben Karte auf Schweriner Seite. Man führt nicht nur in Staffel 2 der Spielunion der Mädchen, sondern auch Tabellenführung in der D-Jugend Spielunion der Jungs. Und sie stehen damit in der D-Jugend vor den Schweriner Vereinen in der Spielunion der Mädchen vor Grün-Weiß Schwerin 1 und bei den Jungs vor der SG Wanskulezen. Und auf Platz 4 findet man wieder Post Schwerin. Und das war, da darf sie natürlich nicht durch, es war durch den Kreis gelaufen. Und jetzt mal schnell gespielt. Aber der Ball muss natürlich aufs Tor. Richtig abspringen und dann den Ball aufs Tor bringen. Ah, fehlende Zuordnung. Da haben sie Glück. Sie plauert das Licht aus, nutzt am heutigen Tag. Der lange Pass. Geht kein Blauer hin und jetzt nochmal die Chance. Und wieder wirft sie den Ball vorbei. Meinke schön mal den Ball geholt. Jetzt spielen sie. Und mal das Tor. Nur Grünwald-Sperin. Külper. Mit dem 12:17. 5 Tore, 5 Minuten. Oh, schlechter Pass. Mm.
Ja, vom Außen ein schlechter Winkel von Külper. Butzlaff, da hat sie den Platz. Aber vergisst den Ball. Das war es, Fuß auf beiden Seiten. Nicht geahndet, Ballbesitz, Grün-Weiß-Schwerin. Meinke, schön gespielt. Und kurze Ecke und Torwart hat ihn. Oh, ein unglücklicher Zusammenstoß. Und sofort stürmen alle Spielerinnen zu ihrer jeweiligen Teamkollegin und kümmern sich um sie. Gina Meinke steht schon wieder. Hat sich ein bisschen wehgetan, humpelt. Aber das sieht nicht so schlimm aus und auch Maria Schubert steht wieder. Schubert kann noch weiterspielen. Meinke bleibt vor erstmal auf der Bank. Schnell gepasst und Schubert, da ist sie wieder voll auf den Beinen, macht einen Treffer. 12 zu 18. Ball auf der Latte. Schnell gespielt, da fehlt die Zuordnung. Schrittfehler. Und 7 Meter Entscheidung für Grün-Weiß-Schwerin. Und Klingenberg sicher vom 7 Meter, 13 zu 18. Butzlaff nutzt die Lücke, Innenpfosten, Tor. 13 19. Gut abgefangen, der Konter läuft. Und auch der ist drin. Dahlenberg. Und da gibt es noch 2 Minuten gegen Jette Hinz. Und auf grün-weißer Seite darf man natürlich die Mannschaft wieder auffüllen. Ja, für Hinz ist das Spiel beendet. Wir haben noch keine 2 Minuten mehr zu spielen. Und Forsten. Schöner Pass in den Kreis und da hat sie ihn im Nachfassen und macht den Treffer. Letizia Nötzelmann. Und so wie in der letzten Minute steht 13 zu 20.
Und jetzt haben wir hier noch 10 Sekunden und sehen die letzte Aktion in diesem Spiel. Schöner Pass nochmal vom Butzlaw, die kriegt den Ball jetzt auch wieder und macht das Tor und setzt hier den Schlusspunkt in diesem Spiel. 13 zu 21. Endspiel zwischen Grün-Weiß 2 gegen den Plauer SV. Danach kam die anderen.